World of Warships hat eine neue Aktion in ihrer Waffenkammer vorgestellt, nennt sich Aufruhr im Depot. Und ehrlich gesagt versetzt mich das eher in Aufruhr. Und in diesem Video möchte ich ganz kurz mit euch über dieses Thema sprechen. Moin Seekräuter, moin Wohnzimmerkapitäne. Schön, dass ihr mit dabei seid bei dieser Videofolge hier bei uns auf dem Seekrauts-Kanal. Ja, und ich möchte euch über Aufruhr im Andi oder wie World of Warships hat betitelt, Aufruhr im Depot berichten. Und ich glaube nicht, dass nur ich hier in Aufruhr versetzt bin, sondern auch unsere Community. Denn wenn man sich das Forum von World of Warships so durchliest in dieser Richtung, dann weiß man, dass Wargaming hier mal wieder verstanden hat, den I-Punkt auf den I-Punkt zu setzen oder die Spitze des Eisbergs höher aus dem Wasser rauszuschieben. Ja, wie geht die ganze Geschichte hier vonstatten? Also, wie immer bei World of Warships geht es am Ende um unsere Dublonen oder, um es netto zu sagen, um unsere Euronen. Denn wir dürfen Euronen investieren, um Dublonen zu erhalten. Und mit diesen Dublonen dürfen wir hier, wenn wir denn möchten, Pakete des Lagerverwalters kaufen. Das ist ja erstmal was, mehr oder weniger kennt man schon. Man gibt Dublonen aus und hat dann ein Zufallspaket. Kann man machen, muss man nicht. Ist wie gesagt, alles, was ich hier schildere, ist optional. Das ist nicht irgendwie ein Pflichtbestandteil, um im Spiel irgendwie weiterzukommen oder so. Ja, das möchte ich ganz klar vorweg sagen. Nichtsdestotrotz, wir dürfen hier halt Dublonen investieren und erhalten dann im Gegenzug Zufallspakete. In diesen Zufallspaketen sind in den meisten eine Depotmarke drin. Das ist dieses goldene Ding, was hier glänzt, ne? Eine Depotmarke. Da ist eine drin, hier, dort, dort und dort. Davon gibt es dann jeweils, ja, einige Pakete, 204, hier nochmal 18, das sind dann schon mal Depotmarken und dann gibt es nochmal 60 Pakete A10 Depotmarken und 18 Pakete A30 Depotmarken. Nach Adam Riese sind da 1362 Depotmarken. Diese Zahl, die müssen wir uns jetzt bitte einfach mal merken. Mit diesen 1362 Depotmarken dürfen wir dann uns hier zufällig Pakete auswählen. 4 Stück dürfen wir hier wählen. Wir können die Depotmarken in Creditpunkte investieren. Macht eigentlich aus meiner Sicht wenig Sinn. Wenn wir jetzt 1362 Depotmarken nehmen und in Creditpunkte investieren, erhalten wir dafür einen Gegenwert von 153,2 Millionen Ingame-Credits. Das sind diese silbernen Dinge, wo ich 365 Millionen von habe. Dann dürfen wir wählen zu einem kleinen Depotpaket, Zufallspaket, muss man ganz klar sagen, weil das, was wir aus diesem Paket erhalten, wie bei den anderen dreien hier übrigens auch, wissen wir gar nicht vorher. Und das ist dann die Zufallsstufe Nummer 2 oder besser gesagt sogar 3, weil wir ja vorher schon zufällig mehr oder weniger wählen, was uns gerade am besten erscheint, worin wir investieren möchten. Dieses kleine Paket kostet uns 10 Depotmarken und wir können 59 davon kaufen, nach Adam Riese also 590 Depotmarken dafür ausgeben. Was können wir dafür erhalten? Sind dann wieder Free XP, Elite Kapitän CP, Signale, Tarnung und natürlich Container Prämieschiff der Stufe 2 bis 4. Davon gibt es sogar 3 Stück, das heißt, wir können am Ende 3 Prämieschiffe daraus ziehen. Da unsere Depotmarken ausreichen, um alle Gegenstände zu ziehen, ist das ja mehr oder weniger ein kalkulierbares Risiko. Ne, was man hier dann eingeht. Es ist allerdings, muss man ganz klar sagen, eine Verschachtelung. Ja, das heißt, wir haben vorher Euro in Dublonen umgewandelt, Dublonen wiederum in Token und die Token, die investieren wir dann wieder hier. Ne? Umso häufiger man umrechnet, das weiß jeder, ne, umso weniger durchsichtig wird die ganze Geschichte, was das eigentlich an Wert dann dahinter steht, was man hier erhält. Und genau das ist das Ziel, was World of Warships aus meiner Sicht hier verfolgt. Ja, man kriegt gar nicht mehr nachher so richtig mit, wie viel Geld man eigentlich für 18.750 Free XP investiert hat. Das ist Nummer 1. Also wir sind jetzt hier 950 Marken losgeworden oder können loswerden. Dann haben wir mittleres Paket. Wenn wir hier alle Pakete kaufen, geben wir 1290 von diesen Depotmarken aus, haben dann die Chance eben 2 Container Prämieschiff Stufe 6 zu bekommen und so weiter. Und natürlich auch Free XP. Ich will jetzt gar nicht auf die ganzen Inhalte eingehen. Ich will einfach nur auf diese Idee, den Gedanken dahinter so ein bisschen mehr in den Mittelpunkt rücken. Alle Schiffe, die ihr hier habt in diesen Containern, sind direkt für Dublonen in der Waffenkammer oder auch im Premium Store für Echtgeld direkt zu erhalten. Das heißt, da wandeln wir nur einmal Echtgeld in ein digitales Schiff um. Ja? Und das geht jetzt gleich noch weiter. Wir können hier oben in das große Paket natürlich auch investieren. Und da gibt es T9 Premium Schiffe. In diesen T9 Premium Schiff Containern, da können am Ende
verschiedene Schiffe drin sein. Zum Beispiel die Pommern, zum Beispiel die Ägir, die Azuma, die Z-44, die Groning und die Marco Polo. Und was fällt euch auf? Alle diese Schiffe sind für Kohle oder für Free XP im Spiel erhältlich. Das heißt also komplett kostenlos. Kohle können wir uns komplett kostenlos erspielen. Free XP können wir uns komplett kostenlos erspielen. Wir können natürlich auch Dublonen ausgeben, wenn wir diese Ressourcen gerade nicht zur Verfügung haben. Ja, das sind dann 19.300 Dublonen. Aber eben nicht mindestens 57.000 Dublonen, die wir mindestens investieren müssen. Denn wenn wir hier vorne 300 Pakete kaufen, um die 1.362 Marken zu erhalten, müssen wir 57.000 Dublonen investieren. Und das sind umgerechnet 187,50 Euro. Eine ganze Menge Brötchen, die der Bäcker da backen muss für. Und der Hammer ist eigentlich, wenn man dann sagt, okay, ich mach das, weil ich möchte hier noch ein bisschen, keine Ahnung, World of Warships unterstützen, Tarnung mitnehmen oder was. Dann muss man sich ganz bewusst machen, ganz, ganz, ganz bewusst. Wir haben hier von den großen Paketen 32. 100 Marken kostet die ganze Geschichte, also 3.200 Marken sind erforderlich. Wir können aber nur 1.362 Marken bekommen. Das bedeutet ganz klar, dass wir hier unter Umständen, wenn man dann das auf den T9-Container anlegt oder 360 Tage Warships Premium-Spielzeit anlegt, unter Umständen gar nicht die Möglichkeit, diese Sachen überhaupt zu bekommen. Weil wir können ja nur 13 Pakete kaufen. Ja, das kann also bedeuten, dass wir am Ende nur Tarnung, Signale und ein bisschen Premium-Spielzeit vielleicht davon abstauben. Mehr nicht. Denn, das wird jetzt hier vielleicht so verstanden bei dem einen oder anderen, dass das hier ja besonders toll ist, dass die Drop-Chance in jedem einzelnen Paket die gleiche ist. Das heißt nichts anderes, dass mathematisch gesehen die Wahrscheinlichkeit genau gleich ist, wenn man 100 Pakete davon öffnen würde. Ja? Heißt aber auch, dass es möglicherweise so ist, dass man eben Premium-Schiff, 360 Tage Premium-Spielzeit, Elite Kapitäns-EP, Kohle, Free XP oder Elite Kapitäns-EP gar nicht bekommen kann. Ja, das könnte durchaus sein, dass hier wirklich nur die unteren 13 Pakete droppen. Kann passieren, das muss einem bewusst sein, denn wir können eben nur 13 Pakete kaufen. Ja, ich möchte das extra nochmal wiederholen. Bei den anderen, bei dem mittleren oder bei dem kleinen Paket, da bleiben immer noch Marken übrig, wenn man da oben tatsächlich 187,50 Euro in diese Depotmarken umgesetzt hat. Jetzt gibt es vielleicht den einen oder anderen, der sagt, ja, naja, wenn ich das Schiff schon habe, dann kriege ich ja Dublonen dafür. Nein, denn World of Warships hat schon vor einiger Zeit die Mechanik geändert, die dahinter steht. Denn wenn man jetzt ein Schiff hat und ein anderes Schiff aus dem Container noch nicht hat, dann kriegt man natürlich das andere Schiff. Und wenn man alle Schiffe aus dem jeweiligen Premium-Schiff-Container schon hat, dann bekommt man dafür nicht Dublonen, sondern Credits. Bei dem T9-Schiff sind es 28,5 Millionen Credits. Bei dem T6-Container sind es 8,25 Millionen Credits und bei dem T4-Container, weiß ich jetzt gerade aus dem Stegreif so schnell nicht, es wird halt weniger sein, ne? Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Am Ende wandeln wir hier echt Geld um, erhalten möglicherweise irgendetwas. Wir kaufen quasi einen Schaf- und Wolfspelz oder wie auch immer man das sagen möchte. Ja, also wir wissen einfach gar nicht, was man am Ende erhält. Und irgendwie ist das doch ein Trend gerade in der Spieleindustrie, wenn man sich mal anguckt, was andere Games gerade so verzappen in der Beziehung. Und Wargaming springt jetzt hier mit diesem Angebot eigentlich auf so eine Sache auf. Das sind natürlich jetzt hier keine wichtigen Gegenstände. Also es ist jetzt nicht elementar wichtig, hier daran teilzunehmen, um irgendwie den Spielfortschritt hinzubekommen. Ja, man kann die Sachen ja auch immer direkt kaufen. Und das ist eigentlich das, an was ich eigentlich appellieren möchte, Leute. Überlegt ganz genau, ob es euch das wirklich wert ist, so viel Dublonen zu investieren, um ein Zufallsprinzip des Zufallsprinzips des Zufallsprinzips zu befeuern. Ja, also World of Casino in dem Sinne. Das müsst ihr euch wirklich sehr, sehr gut überlegen, aus meiner Sicht. Ich persönlich finde die Implementierung einer solchen dreifachen, vierfachen Zufallsmechanik, je nachdem, wie man rechnet, wirklich problematisch und ich glaube, dass, wenn ich mir das Forum angucke, doch eine ganze Menge von unserer Community, von uns Spielern eigentlich sagen, was macht ihr da mit der Wargaming? Ihr habt im August, September ganz andere Sachen verlautbart, dass ihr gucken wollt, dass diese Zufallsmechaniken vielleicht ein bisschen weniger werden. Ja, das war vielleicht auf den Vorabzugang von Forschungsbäumen und so weiter gemünzt, aber es kann doch einfach nicht im Sinne des Erfinders sein, dass wir als Spieler gar nicht wissen, was wir dafür am Ende erhalten, wenn wir vorher schon mal ordentlich Geld reindrücken. Ja, das ist ungefähr so, als ob ich, jetzt ein bisschen überspitzt ausgedrückt, ich will ein Auto kaufen, reiche 30.000 Euro über den Tisch und weiß noch nicht, ob ich am Ende ein Lenkrad, ein Auto, einen Reifen oder einen Blinker erhalte. Ja, so ungefähr. Das ist jetzt sicherlich sehr überspitzt ausgedrückt, ne? Aber ich denke, ihr wisst, was ich damit meine und ich hoffe, dass euch dieses Video
geholfen hat, eure innerliche Entscheidung zu treffen und vielleicht erstmal auch gerade mitbekommt, worum es hier eigentlich in der Community gerade geht. Ich will es jetzt gar nicht ewig aussehen, ihr könnt noch ewig weitersprechen über dieses Thema sicherlich, aber ich hoffe, ich habe die wesentlichen Punkte jetzt hier alle erfasst. Die Schiffe, die es hier gibt, die könnt auch alle einzeln kaufen für deutlich weniger Geld und ihr müsst nicht über diese Zufallspakete gehen. Das ist eigentlich so die Kernaussage. Und World of Warships möchte es offensichtlich nutzen und versuchen und so ein bisschen, man kann schon fast sagen, an der Nase herumführen, weil sie, das ist das Mindeste, was ich erwartet hätte von Wargaming, dass sie hier reinschreiben, die Anzahl an Depotmarken reicht nicht, um alle im Depot verfügbaren Zufallspakete freizuschalten. Fertig. Das hätte wahrscheinlich schon für mich auf jeden Fall das Wasser nicht so doll zum Überkochen gebracht. Aber das, was wir jetzt hier haben, das ist aus meiner Sicht schon sehr undurchsichtig für uns als den einfachen Spieler, der hier ein bisschen Spaß haben möchte möglicherweise. Wie gesagt, ich hoffe jetzt, dass euch das Video gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst, den Kanal kostenlos hier bei YouTube abonniert. Lasst mir auch gerne eure Gedanken zu dieser Mechanik, zu diesem Event, kann man ja bald sagen, da. Bitte bleibt konstruktiv oberhalb der Gürtellinie. Ich weiß, dass es bei dem einen oder anderen sicherlich sehr doll kocht. Bitte behaltet eure Gedanken ein bisschen im Zaum und versucht sie in sinnvolle Worte zu strukturieren. Ich möchte ungern Kommentare unter meinem Video löschen, weil alles, was unter der Gürtellinie ist, hat hier unter meinem Video einfach nichts zu suchen. Ich sage vielen herzlichen Dank für eure Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Secrets Team. Euer Andi. Ciao, ciao.